ehemaliger Boxer, heute Geschäftsmann auf der Sündigen Meile, stellt sich vor. Ich bin Hanna, ich bin der Besitzer des Lokals zur Ritze. Wohne jetzt schon fast 15 Jahre auf St. Pauli und besitze die Ritze jetzt auch schon 10 Jahre. Ja, im Grunde genommen besteht die Ritze aus drei Welten. Einmal vorne das Lokal mit Korn, Bier und Pornofilm. Dann unten die Sportschule mit Boxring. Und dann hier hinten der Raum, der ist mehr oder weniger nur für Freunde, wo man sich nach dem Training zusammensetzt und ein bisschen plaudert. Den Boxring und die Trainingshalle im Keller habe ich mir eingerichtet, weil Boxen meine große Leidenschaft ist. Ich habe über 300 Kämpfe als Amateur gemacht und hier hat im Laufe der Jahre auch schon alles geboxt, was Rang und Namen hat. Guten Morgen. Schätze, ich möchte wie immer ein schönes Steak. Klar, wir machen das doch. €9,30. Kikitreff? Ja. Palais A? Palais d'Amour? Ja. Zweimal Rinderschmorbraten? Ja. Einmal Kohlroulade? Und zweimal Eisbein. Wie lange das dauert? 10 Minuten, Viertelstunde, ne? Jo, bis gleich. Tschüss. Ja. So, ich wünsche euch was. Ja, danke. Schubidubi. Ja, kann man schon. Mach mal Martini. Kann ich mal ein Wein haben, bitte? Nadja, du arbeitest hier im Palais d'Amour. Seit wann bist du hier? Ein paar Monate ungefähr. Warst du schon mal in anderen Läden? Ja, Eros und Herbertstraße. Wie ist das der Unterschied? Du, von der Herbertstraße ist eigentlich nur, dass du im Fenster sitzt und im Eros-Center stehst du auch auf dem Hof wie hier. Kontakt mehr zu den Gästen ist eben direkter als durchs Fenster, ne? Seit wann machst du das? Ein paar Jahre, 2 Jahre. Und wie bist du rangekommen oder rein? Du, wie jedes gekommen? Mädchen reinkommt, geht durch die Tür und ist drin, ne? Oben das Boxlokal, unten die Trainingsstätte. Heißes Training, kühles Bier. Boxfan Pico sorgt dafür, dass beides zusammenkommt. Zu Gast im Boxcenter unter der Ritze Günther, Manager eines großen internationalen Konzerns, hanseatischer Geschäftsmann. Das ist praktisch, aber nichts für Ästheten. Auch nach dem Training fließt der Schweiß der Edlen. So, das ist aber nicht. Wenn ein hanseatischer Geschäftsmann Sport macht nach Feierabend, dann denkt man ja an Tennis, an Golf, an Boxen. Bestimmt nicht. Und auf der Reeperbahn ja sicherlich kann davon gar nicht. Naja, wir boxen praktisch schon seit frühester Jugend und wir haben hier eben die Atmosphäre, die man sonst nicht hat. Wir wollten gerade dieser Vereins- und Club-Atmosphäre entgehen. Und hier ist man also völlig frei. Hier herrscht eine sehr liberale Atmosphäre. Und deswegen sind wir eben hier. Und außerdem muss man also heute im Geschäftsleben körperlich sehr fit sein. Das hilft tatsächlich. Und man übersteht viele Dinge wesentlich besser, wenn man eine gute Kondition hat. Und wenn man sich durchboxen kann. Wenn man sich durchsetzen kann. Das ist schon sehr wichtig. Ja. René Weller zum Thema Milieu und Boxsport.
René, du trainierst hier in der Ritze. Das ist auf der Reeperbahn. Stört dich das irgendwie, das ganze Milieu? Das stört mich überhaupt nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass ich als junger Kerl im Keller trainiert habe, in freien Garagen, nur überhaupt trainieren zu können. Und nun boxe ich in Kiel und ich kenne Hannes sehr gut und ich weiß, dass er eine sehr nette Sportschule eingerichtet hat. Warum soll ich hier nicht zum Training kommen? Es stört mich nicht hier das Milieu. Die Leute, die Damen, die über uns arbeiten, haben mit mir hier unten nichts zu tun. Ich kann für mich trainieren, ich habe meine Ruhe und habe hier die optimalen Trainingsmöglichkeiten. Es ist ja sehr auffällig, dass Berufsboxsport, gerade Profiboxsport, immer so ein bisschen mit Milieu was zu tun hat. Woran liegt das wohl? Wahrscheinlich deshalb, weil das ganze Milieu zum Berufsboxen kommt. Aber grundsätzlich habe ich privat mit dem Milieu nichts zu tun. Ich trainiere hier, ich führe selbst eine Sportschule in Pforzheim. Hanne ist Kunde von mir, ich beliefere ihn mit Trainingssäcken. Warum soll ich nicht zu Hanne kommen, um zu trainieren? Wo kann ich besser trainieren als hier? Kleinen Raum, ich habe hier meine Duschmöglichkeiten, es ist gute Wärme hier, ich kann mein Gewicht bringen und ich muss am Freitag in Kiel in den Ring steigen und niemand fragt mich, wie ich mein Gewicht gebracht habe. Ob hier, wie sie es nennen, im Milieu. Ich glaube, dass die wenigsten Berufsboxer zurzeit irgendwie im Milieu tätig sind. Es ist nur so, dass einfach das Milieu im Boxen viel leichter zu finden ist als auf dem Fußballplatz. Die Jungs, von denen sie reden, sind überall. Mir sind diese Leute nicht unsympathisch. Die bezahlen ihr Geld genauso wie jeder andere auch. Die müssen ihr Geld wahrscheinlich verdienen wie jeder andere auch, nur auf eine andere Art. Der eine findet ihr Geschäft nicht gut, sie finden die anderen Geschäfte nicht gut. Also ich habe gegen diese Leute nichts. Ich bin froh, wenn überhaupt Publikum zum Boxen kommt. Wichtig ist, dass die Leute mitgehen, dass sie was vom Boxsport verstehen und dass sie einfach die jeweiligen Kämpfer anfeuern. Left hand, right hand, open, left hand, one. Ah! Prost, Herr Prost, mein Kind. Prost. Oh, meine Liebe, die Platz gehabt. Ja, es war ein bisschen hart heute, das Training. Meinst du nicht? Ich hab mich gefunden. War das zu schnell? Ich denke, kannst du ja kaum treffen. Ja. Da musst du ja richtig, wirklich ein Fahrrad mitnehmen, wenn du hinterher willst. Das ist wohl auch der schnellste Mann hier, ne? Ich glaube, bestimmt, ja. Er ist leider zu selten hier, sonst will man ein bisschen. Und dann habe ich auch auf ihn einstellen, ein Heimzimmer mehr. Ja, ja, das hast du ja. Und bin zweimal Opa auch schon. Ja. Brauchst du das für nicht? Gegen wen macht der René jetzt einfach den? Der hat irgendwie einen guten Mann, glaube ich. Also keinen Verlust. Und einen guten Mann habe ich vorhin beim Pressetraining gehört. Ja. Ihr habt drei Runden gemacht, ne? Drei Runden, ja. Sehr schön. Aber eine war fünf Minuten, dann haben die Zeit verpasst. Das war mein Fehler. Da bin ich aufgepasst. Aber das sah so gut aus, also, dass wir zugeguckt haben. Ne? Na, so gut wird es nicht gewesen sein, aber ich freue mich, wenn du das sagst. Muss ich sagen. Ich bin ja Experte. Danke. Wohl sagen. Ich sehe dich. Ja, bitte? Ja? Blöcki, mein Junge. Ja. Ja, was sehen wir uns gleich, ja? Ja, ich gehe dann rüber. In einer halben Stunde bin ich in der Ritze. Okay, wartest du für mich, ne? Gut, Junge, schönen Blick. Ja, wieder, wie viel Karten hast du noch? Welche Preis kann ich draußen haben? Und nach dem Training, Profitreffen in Hannes Clubraum. Drei Boxgenerationen sitzen an einem Tisch. Ja, die habe ich noch da. Ne? Wieder haben wir im Garten verkauft, wieder haben wir 8000 Mark aber schon verkauft. Über 8000 Mark. Ja, hoffentlich wird es so viel. Dann wäre der Besuch auch ganz gut. Ja, es ist hier, wenn der Eckert boxt, dann ist es hier in Hamburg, kaufen sie alle Karten. Es wäre ja ganz gut, wenn mal in Hamburg eine Veranstaltung. Ja, ja, aber welche Veranstalter will der Veranstalter? Will veranstalten. Die boxt halt immer noch mit beiden Händen, ist der Unterschied also nicht allzu groß. Wir haben noch fast genauso gute Boxer wie damals. Den einzigen Unterschied haben wir darin, dass die Massenmedien einfach hier sind und die Leute faul geworden. Sie legen sich zu Hause vors Fernsehen, schauen die Fußballspiele an und keiner hat also mehr großes Interesse, zu den Boxarenen zu gehen und die Hallen zu füllen, was sehr, sehr wichtig für die Boxer wäre, um wieder ganz groß zu werden. Bloß, dass es heute so ist, dass es die Jugend hat zu viele Möglichkeiten. Die haben wir wohl auch gehabt, aber wir waren ein bisschen ehrgeiziger. Und es wollen sich heute nicht so viele quälen. Und so ist das auch mit dem Publikum. Das Publikum verlangt natürlich, dass das Leute sieht, die klasse Leute sind so wie René, aber da gibt es eben zu wenig von. Wir haben uns mal ein wenig getroffen, wenn der Eckert die Box hat, wenn der die Weltmeisterschaft kämpft oder auf einem anderen steht, wenn er die Box hat, dann hat sich
haben sie alle Freunde aus ganz Deutschland getroffen. Das war immer so irgendwie eine kleine Feier. Das war nicht nur wegen Boxen. Da traf man sich auch. Das war also wunderbar. Das war so wie so eine Weihnachtsfeier, wie sich Kinder auf den Weihnachtsmann freuen. So haben wir uns als Boxen gefreut immer. Gibt es eigentlich so etwas Ähnliches noch mal in Deutschland, so wie die Ritze, so eine Kneipe, Boxen und einen Stammtisch und sowas? Grundsätzlich ist mir keine bekannt, so wie es gerade bei Hanni. Und das Schöne ist, ich habe Hanni schon gekannt als Amateur und wusste, da bist du gern gesehen, da kannst du zum Training kommen. Anfang 1981 startete Eckhard Dagge sein Comeback im Profiboxsport. Er lebt in Hamburg und er trainiert in der Ritze. Das ist jetzt mein vierter Kampf seit dem Comeback. Ein vier Kämpfe gewonnen und es hat sich immer gesteigert. 1976 Profi-Weltmeister verteidigte er seinen Titel dreimal. Er ist damit der erfolgreichste deutsche Profi. Bekannt allerdings ist ein anderer. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass, wenn ich ganz ehrlich bin, dass auch früher die Gegner schwerer waren. Ich bin nicht jünger geworden und da kommt eins zum anderen. Ansonsten ist alles gleich. Eckhard Dagge will nun den fünften Fight nach dem Comeback bestreiten. Dafür trainiert er täglich bis zu 6 Stunden. Der Eckhard ist für mich ein Freund und mich reizt das, wenn der Eckhard noch mal irgendwie was reisen würde. Wenn er irgendwie mal, und er kommt noch mal groß raus, obwohl sie ihm alle aufgegeben haben, ich glaube an ihm. Ich sterbe 10 Tore, wenn der boxt. Da erinnerst du mich an ein Ding, so ehrlich. Dass ihn das sehr nervt. Also ich verliere ein paar Liter Herzblut, wenn der boxt. Ich denke zunächst mal an meinen Gegner. Sonst denke ich an gar niemanden. Ich bin nicht Berufsboxer geworden mit dem Ziel, Weltmeister zu werden. Das wäre mir wahrscheinlich zu vermessen vorgekommen. Dass ich es geworden bin, ist eine Sache, die freue ich mich drüber. Das war 75, da wurde ich gegen José Durán Europameister. Das war 74, da bin ich gegen den gleichen Gegner, den ich nachher K.O. geschlagen habe. Habe ich da verloren, das erste Mal. Auch gegen José Durán habe ich im ersten Kampf verloren, mit einer Augenverletzung. Der Ringrichter hat mich rausgenommen, ich konnte wirklich nicht mehr sehen. Muss ich dazu sagen, aber was da aussieht, als wenn es von einem Schlag herrührt, das war ein Daumenstoß und ich hatte eine Prellung, also auf dem Augapfel. Das Auge war nicht blau, das war nur geschlossen. Ich hatte also auf dem Augapfel eine Prellung und ich konnte praktisch von der ersten bis zur 11. Runde, als der Ringrichter den Kampf abgebrochen hat, konnte ich nicht sehen. Petra, du arbeitest auch hier im Palais. Seit wann bist du hier? Seit einem halben Jahr. Und wie alt bist du? 18, mit dem Februar 19. Und wie bist du eigentlich da rangekommen an diesen Job? Ich bin mit einer Freundin von heute auf morgen nach Hamburg gefahren. Und, sind wir hier reingegangen und angefangen zu arbeiten. Man geht einfach so rein und sagt, hier bin ich. Ich möchte mitarbeiten. Ja, was gerne möchte und was ich. Warum hast du das eigentlich gemacht? Wolltest du Geld haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen? Ja, wenn man eine Lehre anfängt, bekommt man zu wenig. Das reicht nicht. Ne? Ja, weil ich eben was sparen und dann anfangen, Schule zu machen. Du willst also hinterher noch Schule machen? Ja, in einem halben Jahr. Was willst du denn da machen? Ich will auf eine Fotografenschule gehen. Wohnt ihr in den Zimmern, in denen ihr auch arbeitet, oben? Ja, können wir. Und du wohnst da oben? Ja, zurzeit. Weil eine andere Wohnung zu teuer ist? Ja, wenn ich sowieso nach einem halben Jahr aufhöre, was nützt mir noch eine Wohnung? Ne? Dann kommst du ja praktisch aus dem Palais gar nicht so richtig raus. Du schläfst hier, arbeitest tagsüber. Doch, logisch. Ich kann gehen. Kommen, wann ich will. Ne? Da haben wir keinen Zwang da. Also abends geht ihr mal in eine Diskothek oder so? Ja, ich stehe mit einer Freundin. Wo gehst du meistens hin? Ins Top Ten oder ins Meta-Haus. Musik.
Hochkarätiger Besuch in der Ritze. Ein Schmuckhändler, der sich hier regelmäßig sehen lässt. Seine besten Kunden, die Jungs von St. Pauli. Das war jetzt geil, Mensch. Was war der zu mir? Was ist mit der Kategorie? Sechs Stück Woche, noch kurz. Nächste Woche. Nächste Woche, gegen wir geil. Wann wird aus? Weiß er immer. Was wird aus? Wo ist der Mann? Ja, schafft er. Ja. 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 24, sowas sagt ihr ja. 24 ist ja. Ich frage doch lieber bei den Philipp als so an. Weil die gut ist. Als die. Aber die. Die wird immer los. Für den großen ist das problemlos. Und in 80er lang ist die schön, weil die muss ja so hängen. Aber im halben Jahr verkaufen sind wir 26 vielleicht oder 27. Also mit Wertsteigerung. Ja. Du meinst eine gute Kapitalsanlage? Ja, ich wünsche Kapitalanlage. Ich kann mal sehen. Ich spreche morgen mit meiner Bank, wie es mit der Finanzierung ausschaut. Ja, der kriegt es ja 100%. 24.000 ist auch günstig, ich weiß es, wird das so? Aber jetzt im Verhältnis ist dann, kaufe die Patrick Philipp oder die, deswegen. Weißt du? Warum rollen wir so? Weil ich hier mir das Geld dass du. Ich sehe dich dann. Was sind diese beiden Uhren eigentlich wert? So 80.000. Beide zusammen? Ja. Sie haben ja ein ziemliches Vermögen immer mit. Wie hoch ist eigentlich die Versicherungssumme von diesem Koffer? Also 2 Millionen. Das heißt, wenn einer den Koffer haben will, dann geben Sie ihn hin? Ja, freiwillig, sofort. Dann haben Sie 2 Millionen. Wo reisen Sie überall rum? Offenbar so ein Milieu überall? Na, so. Ja, auch bei Juwelieren und so in ganz Deutschland. Privatkundschaft, Juweliere, Großhandel. Was wird denn hier so in der Ritze auf der Reeperbahn am meisten gekauft? Auch Uhren, Ketten. Und mir ist aufgefallen, dass sehr viel Uhren von Leuten hier getragen werden, also viel mehr teure Uhren als anderswo. Woran liegt das wohl? Ah, das ist für jedermann eine Wertanlage. Und sie bekommen es zu einem günstigen Preis. Aber ist das nicht unheimlich gefährlich? Weil die Uhr kann man ja mal abnehmen. Oh, ist überhaupt nicht gefährlich. Weil die Leute können sich schon wehren, wenn jemand an ihre Uhr will. Und sie sind billiger als die normalen Juweliere hier? Auch an für sich. Ich bin preiswert. Wie viel Prozent denn unter dem normalen Juwelierpreis? Ich bin nur preiswert. Alle Musikfreunde sind der Meinung, dass Hanne ein guter Boxer ist. Hier sorgt er für Stimmung in einer Runde von Boxfreunden, die anlässlich der Kieler Veranstaltung angereist kamen. Mit vielbelachten Spießchen im Gepäck. Kämpfe haben Sie? Ich hatte 200. Ich hatte, wie sind die ausgegangen? Ich hatte 199 verloren, einer unentschieden. Ich hatte, wie ist denn das möglich? Ich hatte, man kann nicht jedes Ding gewinnen. Ja, aber jetzt kommt ja der Schlau aus der Boxer. Der kriegt einen auf die Fresse, fällt in die Ecke. Sein Trainer nimmt den Arm, sagt der Junge, halt durch bis 8. Sagt er, wie spät haben wir es jetzt? Weil Boxen so gesund ist. Sowieso. Falsch mir jetzt schon. Bitte mal. Natürlich auch Shinties. Wir sind schließlich im Hafen von Hamburg. Ich
Aber nicht wieder so ein Stück um den Ich muss den August haben. Normalerweise ja. Können wir gehen? Ach, mein Junge. Mein Pferd. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Hauptkampf des Abends im Mittelgewicht, angesetzt über 8 Runden. Eckhard Dagge gegen Brian Anderson. Eckhard, schön, Junge, ja! Eckhard, reicht schön rein! Sieger durch technischen K.O. Brian Anderson aus England in der zweiten Runde. Anderen Handschuh. Anderen Handschuh. Meine Damen und Herren, Sie wissen alle, dass dies nicht der letzte Kampf dieses Abends gewesen ist. Das sind alle Sportsleute und deshalb werden Sie auch gebeten und sicherlich auch zum letzten Kampf im Halbschwergewicht über 8 Runden hier. Nein, nicht. Mach du Boxen nicht mehr. Nein, der Boxen nicht mehr. Nichts anderes, vielleicht kommt es. Nein, Eckhard, nein, mach Schluss. Sag an, komm, sag an, wie das wird. Academy-Box, Schluss aus. Lass alles immer drauf. Hör mal, wenn du sagst, dann sag nur durch deine Verletzung, hat kein Zweck mehr. Schluss aus. Ist die Verletzung alles durch? Nein, Schluss. Sag an, mein letzter. Mikrofon, weißt du, Mikrofon? Halt dich, halt dich. Ich beende meine Karriere aufgrund der Verletzung, die ich hatte. Eine große Berufsboxkarriere ist damit zu Ende gegangen. Was bleibt, ist der Trost, ist die Freundschaft. Eckhard Dagge verabschieden auf Riesig von ihm. Oh, ist das eine Narbe? Leck mich am Arsch, ist das so schlimm wie bei Auge jetzt. Was meint die Geschichte? Ja, komm, ich weiß, gehauen um sein Leben. Ja, das ist schon. Soll ich Dr. Bühne, oder? Ja. Ehrlich. Den Namen, weißt du? Aber langsam, mittlerweile bin ich männlich immer noch. Wir machen es wieder. Lass mich doch. Komm her, ich helfe dir wieder. Wenn du den Bauch. Ja. Was Sie gesagt haben, ne? Was du gesagt hast, meine ich. Ist auch noch ein bisschen weiter geworden jetzt, der Riegel. Kann man die Namen nachher abschleifen oder ja, was? Kein Problem, du bleibst ein ganz schöner Junge. Das mache ich mir nicht. Schöner Junge war ich noch nie, aber so, jetzt reizt mir langsam. Jetzt wäre ich zu schön. Mittlerweile. Ja, egal, ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich in die Klinik und machen das in Hamburg. Und dann anschließend können wir dann trotzdem noch feiern, irgendwie wenigstens deinen Abschied. Die Weiber stehen aus oder sowas. St. Pauli, wo am nächsten Morgen der übliche Kehraus beginnt. Es ist die Stunde, in der die sündige Meile kaum Gedanken an Sünde aufkommen lässt. Allenfalls Gedanken an die Flasche, deren Inhalt nun auch schal schmeckt.
Doch abends schon ist es in der Ritze wie immer. Das Leben geht weiter. Mit Hanne und all den anderen, die auf der Meile zu Hause sind. Was manchmal neben mir steht und nach Ware fragt. Genau. Die Menge schreit schon. Bringst du was mit? Die ersten Wagen kommen. Der kleine Junge doch. Oh, Fadi, das ist ja tierisch. Ich bin so stolz auf dich, mein Jung. Ja, mein Jung. Nun sei mal schön ruhig. Komm mal da unten. Das ist Jimmy, dein Freund. Jimmy. Ruhe, mein Junge. Und jetzt kommt Jimmy, steckt die Schlösser. Oh, Fadi, guck mal da vorne, das linke Vorderrad. Ja, mein Junge, der fährt auf drei Räder weiter. Oh, Fadi, guck mal, die Stichflamme. Ja, mein Junge, bestimmt 60 Meter. Und was ist jetzt, Fadi? Die Leute stehen alle auf. Ja, mein Junge, jetzt hat er den Löffel weggeschmissen. Viel Glück. Du weißt, wir brauchen Edelmark. Viel Bock, viel Glück. Ach, Hanne, du brauchst immer so viel, gell? Während Pico, wir kennen ihn ja schon, am Flipper sein Glück versucht, zieht ein geschlagener Boxer unsentimental Bilanz. Ich habe in Kiel das bisher wichtigste Kapitel in meinem Leben abgeschlossen. Bin in diesen Kampf gegangen mit dem Handicap einer schweren Verletzung und hätte wahrscheinlich auch gegen eine Frau verloren. Ich werde jetzt zunächst einmal die Boxschule hier unten betreiben in der Ritze und alles Weitere wird sich finden. Tja, der Kampf ist vorbei. Ihr habt wochenlang drauf hingefiebert. Ja. Was nun? Ist leider so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Hätte nicht boxen dürfen bei der Verletzung. Aber dann hätte man den ganzen Kampfabend absagen müssen. Also, dann diesen Kampf, den hätte er aller Wahrscheinlichkeit nicht verloren. Aber mit seiner Einstellung und die Verletzung, die er hatte, wie er in den Ring gestiegen ist, und wie er den Kampf angefangen hat, daran sah man schon... Die Boxkarriere eines exzellenten Fighters ist zu Ende. Gut in solchem Augenblick, dass Freundschaft länger hält als das Glück im Ring.